Was macht der denn da in eine Wand drin? Help me! Help me! Moinsen, Kinders, und hallo zur 7. Folge von Dark Souls 3. Letztes Mal haben wir ewig gebraucht, um hier das Bonfire zu finden in der untoten Siedlung, und heute versuchen wir da hinten mal durchs Ballistenfeld zu rennen oder zu laufen, und dann gucken wir mal. Oh, da oben liegt was zum Aufsammeln, das ist auch toll. Dann gucken wir mal, ob wir den nächsten Boss finden. Oh, ich habe 3900 Seelen, wo habe ich die denn her? Da gehe ich erstmal einkaufen. Da sind wir wieder. Entschuldigung. Genau, wir gehen jetzt durch das Ballistenfeld durch. Gucken mal, ob wir da irgendwelche tollen Sachen finden. Aber zuvor muss ich irgendwie an dem vorbei. Genau. Achso, nächste Woche, da kommt... Oh, jetzt hat er mich entdeckt. Ey! Nächste Woche kommt ein neues Projekt. Und zwar ein Waffentutorial zu Monster Hunter World. Da fange ich dann mit an. Da dürft ihr gerne vorbeischauen. Freue ich mich schon drauf. So, hier kommen wir jetzt von da hinten. Genau, Ballisten angeflogen. Und was ich euch auch noch fragen wollte, ich hatte auf Twitter eine Umfrage gestellt, ob ich eine Story, zu Monster Hunter bringen soll oder nur bei dem Tutorial bleiben soll. Da kam raus, dass den Leuten das scheißegal ist. Jetzt werde ich hier, glaube ich, sterben. Ja, ihr dürft gerne in den Kommentaren schreiben, ob ich auch die Story von Monster Hunter, also entweder World oder Iceborne oder beides, mit reinbringen soll. Aber wenn ihr euch das wünscht, könnt ihr gerne Bescheid sagen. Jetzt muss ich schon wieder an dem vorbei. Oder ich lauf einfach ganz schnell an dem vorbei und dann stirbt er ja an den Ballisten. Weg, 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 weg. Schieß doch endlich! Danke. Aber triff auch. Danke. Das war jetzt nicht so ideal gelöst. Ja, aber es würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr da mal in die Kommentare was schreibt, ob ich auch die Story zu Monster Hunter bringen soll. Aber jedenfalls gibt es ab nächste Woche dann das Tutorial zu den Waffen. Das schaut ganz schön nach Boss aus. Naja, ich werde es ja sehen, ob hier... Aber das schaut wirklich so aus, als ob hier gleich ein Bosskampf ist. Oh ja, oh ja, oh ja, hallo. Tatsächlich. Erstmal die Ads hier so ein bisschen platt machen. Jetzt kommst du noch dran. So. Ah, der... Sag mal, spawnt zu viel. Was macht der denn da in eine Wand drin? Help me! Help me! Ich nehme mal Glut. So. Oh, da kommen echt immer wieder neue. Hey, ich kann denen keinen Schaden machen. Ach so, warte, da vorne so Eier hängen. Vielleicht muss ich da ja was machen. Genau da. Ja, da. Okay, den mache ich ja gar keinen Schaden. Nein, nicht auf mich. Hallo. So, jetzt nochmal was trinken.
Oh, da kann ich bestimmt sehr gut mit dem Bogen arbeiten. Zack. Ey. Oh, was machst du denn? Vielleicht kann ich da doch nicht so gut mit dem Bogen arbeiten. Okay, es geht. Danke. Ach, ich habe keine Tränke mehr. Okay, ich bin tot. Scheiße. Wie mache ich das jetzt mit dem denn? Feuer wäre vielleicht ganz gut. Bestimmt. Ich kann ja mein Schwert oder meine Axt da bestäuben. Aber dann muss ich da jetzt... Will ich mal gucken. Verkohltes Harzbündel. Das rüste ich mal aus. Das und das auch. Ach so, das kann ich nur darauf verwenden. Naja, dann nehme ich halt den. Gut. Neuer Versuch. Ah, ich habe das Gefühl, dass die Axt mehr Schaden macht. Schon wieder 4000 Seelen. Das ist richtig gut. Oder macht die doch nicht mehr Schaden, die Axt? Den muss ich jetzt erstmal killen. Komm her. Zack. So, jetzt kann ich dich verwenden. Lauf da schnell hin. Oh ja, das macht mehr Schaden. Jetzt kurz was trinken. Am besten du trittst den jetzt mal kaputt. Danke. Oh, jetzt kann ich zu dir wieder hin. Ich glaube, der an sich alleine wäre gar nicht so schlimm. Das Problem sind eher die ganzen Ads bei dem. Weil der macht ja jetzt auch nicht so extrem viel Schaden. Aber die sind halt nervig. Oh, das war gut. Was? Okay, Stufe 2. Bah. Was bist du? Also zumindest muss ich auf die Eier raufhauen. Jetzt macht er wieder so einen Angriff. Geh weg. Alter. Das kann ja ewig dauern, bis ich den fertig habe. Das beweg dich nicht so schnell. Okay, bin tot. Scheiße. Das kann ein bisschen dauern. Oh, jetzt habe ich 5400 Seelen liegen da jetzt. Nee, ich mach das mit der Axt. Das kann nicht sein. Weil da bin ich ein bisschen besser mit unterwegs. Ein bisschen schneller. Oh, jetzt habe ich schon wieder keinen Trank mehr. Scheiße. Wie kann ich den besiegen? Oder muss ich unten denn mit den Pfeilen arbeiten? Wenn ich unten bin, weil da komme ich dann ja an ihn selber nicht so gut ran und dann mache ich das lieber mit den Pfeilen. Schnell gucken, wo meine Seelen sind. Da.
meine Seelen holen. Danke. Und jetzt versuche ich es mal mit dem Bogen. Oh, ich habe nur noch 9 Pfeile. An sich schaut das ganz gut aus. Ich nehme mal die Glut. Ich hoffe auch, dass ich das jetzt schaffe. Mit dem. Weil das schaut echt. Schaut ja nicht verkehrt aus. Genau. Hock dich nochmal hin. Vielleicht komme ich da jetzt ran. Nee, komme ich nicht. Ein bisschen Schaden kriege ich. Da glaube ich. Wo bist du? Da. Kommst du wieder mit deiner Hand. Jetzt fällst du wieder nach vorne, denke ich. Ja. Hast du da irgendwo wieder Zeugs hängen, wo ich rankomme? Nee. Da sind wieder Eier. Oh, warte. Nein! Nicht hoch genug. Fällst du nach hinten weg? Ja. Da mache ich keinen Schaden. Ja, ich muss vorne an den ran. Jetzt ganz schnell. Oh, das war richtig gut. Oh, da. Ach komm. Das war auch gut. Oh, das schaut richtig gut aus. Viel nicht mehr. Aber ich hab nichts mehr zum Heilen. Also ich darf jetzt nicht sterben. Das ist jetzt meine Möglichkeit, da noch mal hin. Jetzt noch mal. Ach komm. Ja. Ach komm. Dreh dich ein bisschen noch her. Das könnte jetzt echt was werden. Ah, ich brauche deinen Rücken. Was machst du? Ja. Ja, ich hab ihn. Ja. Oh, wie gut. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Juhu. Ja. Geil. Und nu, wie komme ich hier jetzt wieder raus? Ich brauche einen Speicherpunkt. Gibt's hier irgendwo was? Warum ist hier jetzt kein Bonfire? Da ist nix. Da hinten vielleicht, da leuchtet. Da ist ein Bonfire, ja. Gut.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt im Nachhinein doch leichter als gedacht. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Lasst gerne ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.